So, liebe Leute, wir sind wieder bei 1860 und wir sind wieder am Gewinnen, beziehungsweise wir haben ein Spiel gewonnen. Which is nice. Ja, gegen Wien Wiesbaden in der oberen Tabellenhälfte und jetzt spielen wir gegen deren Nachbarn, in der Tabelle zumindest, gegen Unterhaching. Das heißt, Stefan Hein macht mindestens ein Tor wieder gegen uns. Unka Fahrrad 71. Nice. Das ist cool. Ein Argument mehr dafür, dass wir ihn war. Also, keine Ahnung, ob wir ihn halten können. Aber mich würde es ein wenig wundern. Oh, hier gibt es wieder richtig viele neue Spieler. Muss ich mich mal drum kümmern. Ich kümmere mich jetzt auch mal um eine Vertragsverlängerung. Ich habe nämlich, ja, nochmal drüber nachgedacht, hier über die ZDM. Und, oh, schon minus 2. Oh, machen wir das dann trotzdem? Wenn er wirklich. Ich weiß nicht. Wie viel verdienst du denn gerade? Das steht doch bestimmt hier. 3000 verdient er, das ist gar nicht mal so wenig. Ja, das ist mit unser bester Verdiener. 3300 sogar. Ja, natürlich verdient Cafaro am besten, zusammen mit Elliot. Das aber auch zu Recht. Diese dämliche Freigabesumme, die wird noch uns noch ärgern. Ja, Salah haben wir auch noch ein bisschen länger. Das ist gut. Dann würde ich tatsächlich lieber nach neuen Spielern gucken. Ich mag Peitz. Ich finde es auch sehr schön, wie der sich da, ja, also, ne, was der da abbrennt im Mittelfeld. So ist's nicht, aber wir brauchen dann natürlich einfach einen Ersatz und ja, mal einen Distanzschütze, der das gut kann. Hauen wir noch vielversprechend dazu, ha? Machen wir das mal so. Dann haben unsere Scouts auch mal ein bisschen was zu tun hier, hä? Müssen wir mal was machen für ihr Geld? Aha. So. Und ja, Leihangebot für Meier. Das wird nicht funktionieren. Darum kümmern wir uns hoffentlich im Sommer nochmal. Und wir hauen jetzt rein mit einer neuen Idee vielleicht, weil unsere Spieler ja ganz schön angeknackst sind. Es wurde mal ein 3-4-3 angedacht. Das fand ich relativ interessant. Müssen wir halt überlegen. Versuchen wir mal das hier. Das ist eine sehr gewagte Aufstellung. Das wollte ich gar nicht. Schmeißen wir Kaga mal ins Mittelfeld. Und ja, Jungs, ihr müsst leider einfach ein bisschen durchhalten heute. Wo ist Salah? Da oben ist Salah. Und Elliot bleibt im Sturm. Rechts schmeißen wir einfach mal Kusu rein und. Gar nicht so leicht, da was Passendes zu finden. Ja, ich schätze mal, das müssen wir so machen. Quatsch. Abrusha darf natürlich spielen im Zentrum. Cafaro kriegt auch eins Päuschen. Rachmann könnte noch spielen. Nehmen wir ihn lieber mal mit. Was für eine Aufstellung. Krass. Bin mal echt gespannt, wie das funktioniert. Aber ich bin ja immer experimentierfreudig, was sowas angeht. Ja,
Komm. Nehmen wir einfach mal. Geben wir Lex mal eine Pause. Big Hero Lu darf auch mitkommen. Für Al-Rahman. Vielleicht noch ein Stürmer. Ich riskiere es einfach wieder. Alter, was für eine Aufstellung. Tschüss. Wird bestimmt lustig. Mehr als nicht klappen kann es ja nicht. Wir haben jetzt das letzte Spiel gewonnen, also. Und wir haben ja auch immer noch einen relativ großen Puffer. Mehr oder weniger zumindest. Natürlich sollte man sich darauf nicht ausruhen, aber, ne? Man kann mal was versuchen. Zumal Unterhaching damit garantiert nicht rechnen tut. So. Ja, quasi ein Stadtduell, ne? Mehr oder weniger. Ich würde mal interessieren, wie weit das voneinander weg ist. Die beiden Stadien sozusagen. Und Taching hat sogar auch eine relativ vernünftige Heimbilanz. Krass. So, und da ist er mit entschlossener Miene. Und wir schauen einfach mal, was die Position so für uns, die Position, genau, die Formation. Ja, für uns im Petto hat. Da oben ist Salah schön frei. Salah auf links, habe ich was verkackt? Ja. Hö, was ist denn hier passiert, bitte? War ich das? Daran kann ich mich nicht erinnern. Eieiei, hier ist ja alles durcheinander. Moll. Ihr beide tauscht bitte. Und ihr tauscht bitte. So, jetzt sollte es stimmen, oder? Ja, jetzt stimmt's. Das heißt, das ganze Feld rennt jetzt einmal durcheinander. Wisst ihr was? Einfach einmal kurz ins Ausschlagen. Dann können wir uns neu formieren. Bevor es da jetzt schon irgendwie Ärger gibt, deswegen. Komisch. Aber gut, jetzt stimmt alles. Jetzt können wir auch wirklich loslegen. Hör, die Formation habe ich tatsächlich auch noch nie bewusst gespielt. Ich sehe gerade, dass sich das da hinten, wenn wir defensiv agieren, mindestens zu der Fünferkette verformt. Ja, hier ist Köppel. Der ist ja eigentlich ein bisschen weiter nach vorne gezogen. So, jetzt schauen wir mal, was wir aus dem. Nein, doch nicht zu Moll. Was wir aus dem Konter rausholen können. Das war sehr schön gemacht. Bruscha kriegt den sogar rüber. Köppel. Na, schade. Aber ab. Bruscha aus der Distanz. Und Kaga. Die Annahme. Oh, ja. Klar. Naja. Starker Bruscher. Sehr gut. So, da ist er wieder. Ja. Das hat ja super geklappt. Oh nein. Da ist Hein. Oh nein. Da ist Bohnmann zum Glück da. Komm, komm, setz dich durch. Schade. Das wäre sehr gut gewesen. Und Saler. Wir spielen ihn doch lang auf den Flügel raus. So kann doch Kasu gar nicht da dran kommen. Was Dummes.
Okay. Ah. Das geht gar nicht gut los hier gerade. Bohlmann rettet uns gerade ein bisschen den Arsch. Oh, wieder eine Eckballvariante. Wieder muss Salah dahin. Wieso muss eigentlich schon wieder Salah dahin? Das ist doch gar nicht seine Seite. Kein Handspiel. Und Kusu gibt Gas gegen Dombrovka. Aha, der letzte Schritt. Hätte mir vielleicht ein anderes Spiel aussuchen können, wo man das System mal probiert. Ich wurde halt direkt neugierig. Nach dem Kommentar, das wäre wichtig gewesen. Hein macht seinen Job richtig gut da als Ball festmacht, Mensch. Und wir rennen nur hinterher. Das wird auch nicht allzu lange gut gehen, logischerweise. Da ist nichts los vorne. Jetzt vielleicht. Kager. Muss den Lauf halt abbrechen und dann ist der Ball weg, aber Moll kann ihn sich wiederholen. Gottes Willen ist das voll. Nimm ihn bitte vernünftig an. Danke, Lorenz. Gut gemacht. Oh. Glück gehabt, dass Köppel da bereit steht. Beziehungsweise als erster am Ball ist. Nee, das ist. Das klappt noch gar nicht. Das ist offensiv für uns noch nicht das Wahre. Ja, lief nach links. Muss ich es auf offensiv stellen einfach, damit da ein bisschen mehr Bewegung vorne reinkommt. So. Kusu hat da unten jetzt mal schön viel Platz. Oh, aber nimmt den Ball nicht an. Ja, zum Glück geht Salah den Weg damit. Gute Idee. Okay. Ein bisschen verheddert. War aber anscheinend kein Foul. Ich bin mit der. Wo sind denn die? Jetzt hat sich viel. Oh nein. Ah, das ist so nervig. Das Spiel kann nichts dafür, aber das ist wirklich doof. Lorenz. Schön. Nein. Oh Mann. Ja, also ich denke, ich werde es zur Halbzeit umstellen müssen. Wenn wir hier gewinnen wollen, weil ihr seht ja selbst den überschaubaren Erfolg der Operation hier. Kann natürlich auch sein, dass Unterhaching es einfach richtig gut spielt und wir deswegen nichts hinkriegen. Keine Möglichkeiten. Moll macht das auch überhaupt nicht gut. Hilft nur Distanz, Kager! Wow, das war gar nicht so schlecht tatsächlich. Oder? Joa. Okay. Sehr schön, Moll. Sehr schön Druck gemacht. Und jetzt Abruscher und da oben startet Köppel durch. Und unten ist Kusu. Nein, die Flanke. Nein, Königshofer kommt doch raus. Ja, es wird genug, dass ich mich traue, das System so zu lassen. Ist natürlich auch eine krasse Umstellung. Nicht nur, dass die so in der Formation noch nie zusammengespielt haben. Im Sinne von die Jungs, die gerade auf dem Platz spielen. Ah! Hatten sonst immer andere Mitspieler. Glück gehabt.
Die Formation ist halt auch ganz was Neues. Natürlich dauert das ein bisschen. Bis man sich da reinfuchst. Jesus. So. Sehr gut von Salah. Schon angetäuscht. Boah. Schon voll. Ja, guter Pass, Köppel. Genauso soll es nicht sein. Aber Lorenz kann den abfangen. Foul. Kein Foul. War Vorteil. Dann jetzt stürmt in die Mitte. Ach. Ja, okay, damit hat keiner gerechnet. Das wäre wichtig. Jawohl, Salah. Selten genug, dass man mal ein wichtiges Kopfballduell gewinnt. Mhm. Schade. Hatte eine Idee, aber... Ja, sehr schön. Abruscha. Nochmal Abruscha. Kusu. Elliot. Naja. Aber was man der Formation zugutehalten muss, beziehungsweise unseren Jungs hier gerade, nach vorne klappt wenig. Aber nach hinten klappt für Unterhaching noch weniger mittlerweile. Nach den anfänglichen Verwirrungen da. Sehr schön von Moll. Super gemacht. Und weiterleiten. Da ist Abruscha. Das ist sehr variabel, was wir hier machen. Von Besetzung auf Spielfeld her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den musst du haben, wenn du da rauskommst. Und da hat ihn nicht. Aber sehr laufintensiv ist das hier. Für alle Positionen. Machen wir es mal mit Sicherheit. Naja. Gut, Köppel. Elliot ist so der Einzige, der das wirklich ein bisschen verloren wirkt. Salah! Oh, war das gut gespielt. Schade. Schade, Mann. Schmeißen wir Paul rein. Und wir schmeißen Bekirulu rein. Und wir schmeißen noch Koizumi rein. Koizumi. So, und der Königshofer. Macht einen kurzen Abschlag. Schade, Koizumi. Fast gut. Jetzt aber. Ja, für uns nicht. Das war richtig stark von Koizumi. Jetzt kann er Gas geben, muss aber... Hat Glück. Hat nochmal Glück. Abseits. Fragezeichen. Kam nicht an den Ball, deswegen wahrscheinlich nicht. Paul mit Entschlossenheit. Ach wirklich, ist Stefan Hein jetzt draußen? Er hat kein Tor gemacht. Das kann ich ja gar nicht glauben. Und nein, Kager, den musst du eigentlich haben. Ja, und Haching spielt auch jetzt unsauberer. Das war gut. Das war sehr gut. Nein, er spielt den Ball. Schade, ich habe mal versucht, mich irgendwie wegzudrehen. Oh Gott. Und er ist schon wieder hinten, der Paul. Nice effort. So. Wer auch immer da oben ist, lauf. Es ist Moll. Das ist echt immer so ein Rätselraten, wer gerade wo positioniert ist. Weiterleiten. Kein guter Ball auf Kager. Und er war auch als letztes dran. Schade. Sehr schade.
Ansätze sind da, aber mehr auch nicht. Jetzt aufpassen, dass wir nicht noch irgendwie das Gegentor kriegen. Das wäre sehr traurig. Oh Gott, die Flanke. Ich hasse Flanken. Oh je, Kager. Toll. Was passiert hier? Wir können uns da irgendwie rauswinden. Kager ist zu langsam dafür. Ikirulu kann aber noch. Bauer anscheinend auch. Ja, gut. Oje, oje, oje. Kager macht das schlechteste Spiel der Saison gefühlt. Okay. Können die Flanke irgendwie abfälschen, zum Glück. Gut. Vielleicht mit die letzte Möglichkeit. Ich muss ganz oft leider abdrehen. Gibt's Elfmeter? Wow. Ich glaube, es gibt Elfmeter. Ja, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich muss ganz oft auf dem Flügel abdrehen und wieder nach hinten laufen. Das mache ich generell gerne, aber das ist da wirklich quasi die letzte Möglichkeit, bevor es in den Zweikampf geht. Es gibt tatsächlich Elfmeter. Und Kager schnappt sich das Ding. Oh, es gibt Freistoß? Okay, das habe ich falsch gesehen. Schade. Sinken die Erfolgswahrscheinlichkeiten direkt drastisch. Aber nichts ist unmöglich. War doch sogar ganz gut. Oh, da halt einfach mal den Ball kriegen, ha? Huh? Oh, toll. Ja gut, das war's. Was Besseres als ein 0-0 hat das Spiel auch nicht verdient. War ein Experiment, aber ist, glaube ich, nicht das Wahre. Am Anfang können wir glücklich sein, dass wir überhaupt nicht hinten liegen. Das hat Bohlmann super gemacht. Und dann, ja. Ist das halt tragisch. Oh, schon direkt das nächste Spiel. Wow. Danach wieder eine Woche Pause. Na gut. Dann scheint sich das erledigt zu haben. Vielleicht irgendwann nochmal später, wenn wir mal eine Vorbereitung haben. Aber jetzt, glaube ich. Schauen wir mal. Hat mich jetzt nicht vollends überzeugt. Okay, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Falls ihr weiter Ideen habt, ich bin für sowas immer dankbar. Das bringt ein bisschen Variation rein, macht es ein bisschen spannender. Ich glaube, es war unser erstes 0-0 diese Saison tatsächlich. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder gegen gleich natürlich, ne? Morgen wieder. Genau, weil morgen gibt es ja auch keinen Livestream. Morgen hat Mainz ja ein Heimspiel gegen Hannover. Da bin ich dann da und das ist zeitgleich mit dem Livestream. Deswegen kommt morgen einfach ganz normal eine Folge raus. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge wieder. Tschüssli!